Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder und heute möchte ich euch mal, naja, ich sag jetzt einfach mal meinen Erfahrungsbericht mit euch teilen. Mich haben sehr viele mal über Discord angeschrieben und sehr viele auch über Instagram, wie weit und ob überhaupt mir damals Antidepressiva wirklich aus der Depression geholfen haben. Und da sich die Fragen dann doch ein bisschen gehäuft haben, habe ich mir gedacht, dass ich euch mein Erfahrungsbericht, es ist natürlich nur mein Erfahrungsbericht, spiegelt natürlich jetzt nie alle Erfahrungsberichte wider, aber es ist mein Erfahrungsbericht. Und ich werde euch natürlich jetzt mit den Botenstoffen, mit Serotonin zum Beispiel, dass es ein Neurotransmittler ist und sowas, werde ich euch verschonen, was im Gehirn passiert. Aber ich möchte euch einfach mal meinen Erfahrungsbericht mitteilen, da mich einige gefragt haben. Und ja, dann müssen wir noch mal ein bisschen zurückgreifen. Ich habe ja mal in einer Real-Life-Story erzählt, dass ich damals im Krankenhaus war. Und in Krankenhaus wird man relativ schnell auf Antidepressiva eingestellt. Also man kriegt relativ schnell eine Diagnose. Gerade an dem Tag, wo ich eingeliefert wurde, muss man sich ja bei einem Arzt vorstellen. Und der Arzt gibt ganz gerne, also relativ schnell, erst einmal Beruhigungstabletten. Und man wird relativ schnell auch auf Antidepressiva eingestellt. Natürlich gibt es bei Antidepressiva auch verschiedene Mittel, verschiedene Bereiche, die natürlich auch unterschiedlich wirken auf den Körper. Und es dauert natürlich auch erstmal sehr lange, erstmal die ganzen Werte müssen natürlich angeguckt werden, was dem Körper fehlt, ne? Und natürlich auch von der Psyche her muss natürlich erstmal eine klare Diagnose gestellt werden, bis man die richtigen Antidepressiva hat, aber auch dann ist man natürlich nicht sicher davor, dass man immer noch die falschen Antidepressiva bekommt, weil das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr langer Prozess. Manche haben richtig Glück, manche, ja, bei denen funktioniert sofort mit den Antidepressiven oder auch mit anderen Erkrankungen. Die kriegen dann von Anfang an Tabletten, die auch wirklich helfen. Bei mir war es genau andersrum. Ich habe wirklich sehr, sehr viele. Es wäre, glaube ich, bei mir einfacher aufzuzählen, welche Antidepressiva oder welche Tabletten ich nicht bekommen habe. Da werde ich, glaube ich, ein bisschen schneller fertig. Und ja, es war natürlich bei mir, wie schon gesagt, ein langer Weg. Und in der Zeit im Krankenhaus musste ich natürlich erstmal selber mit der Diagnose erstmal zurechtkommen. Man kriegt eine Diagnose, man hat ja die Diagnose schwarz auf weiß. Dann steht drauf, was einem fehlt. Man kriegt eine Diagnose von behandelten Arzt und da steht auch meistens drauf, auf was man gerade eingestellt ist und wie viel man bekommt. Ne? Man fängt ja am Anfang immer mit einer niedrigeren Dosis an und wenn man dann sagt, es hilft immer noch nicht, kriegt man natürlich eine immer höhere Dosis. Und so war es auch bei mir. Und bevor das richtige Antidepressiva bei mir damals gefunden wurde, hat es natürlich bei mir sehr lange gedauert. Ich habe am Anfang Antidepressiva bekommen, die mir mehr geschadet haben. Also sprich, ich bin extrem reizbar geworden. Ich hatte am Anfang extreme Probleme mit Übelkeit. Ich hatte extreme Probleme mit Benommenheit. Also die Übelkeit ging leider bei mir so, dass ich wirklich dann eine Woche lang auf Toilette saß, also wirklich so krass war das. Ich hatte auch dann in der Nacht ganz gerne mal richtig heftige Magenkrämpfe, wo ich dann wirklich dachte, okay, jetzt ist es aus mit mir. So schlimm war es. Dann kommen natürlich noch andere Nebenwirkungen dazu, wie Schwitzen. Manche nehmen zu, manche nehmen ab, kommt immer drauf an. Wenn man zum Beispiel Mirtazepin bekommt, kriegt man eher Heißhunger, also man isst dann eher lieber mehr und Mirtazepin hat natürlich auch noch einen Nachteil, das Suchtverhalten, wenn man zum Beispiel Raucher ist oder für die Leute, die leider an Alkohol erkrankt sind, eine Alkoholsucht entwickelt haben, bei solchen Leuten wirkt das natürlich dann nochmal intensiver, sprich die haben leider dann in der Zeit dann extrem viel Bock auf
Alkohol oder auf mehr Rauchen. Das war zum Beispiel bei mir auch so. Ich habe angefangen, extrem viel zu rauchen. Und es hat bei mir sehr lange gedauert, bis dann wirklich das richtige Medikament gefunden wurde. Nach dem Krankenhaus wurde es bei mir immer noch nicht gefunden. Ich hatte dann extreme Probleme auch mit Konzentrationsschwierigkeiten. Oder was ich auch sehr oft hatte, dass ich früh extrem gezittert habe. Das ist bei den meisten Antidepressiva am Anfang das Schlimme. Denn sehr viele Nebenwirkungen sind am Anfang sehr enorm. Es gibt Antidepressiva, die sollte man wirklich nur unter Aufsicht von Ärzten nehmen. Das ist leider so. Und das kann ich auch vielen Leuten empfehlen. Also man sollte jetzt nicht einfach zum, was ich damals leider falsch gemacht habe, ich bin dann irgendwann einfach zum Allgemeinmediziner gegangen und habe ihm dann gesagt, ja, ich gehe bald zum Psychiater, was ich natürlich nicht gemacht habe. Und er hat mir dann erstmal die ersten Antidepressiva aufgeschrieben. Und es war die Hölle. Das war die Hölle. Ich habe abends genommen und am nächsten Tag kam ich nicht mehr aus dem Bett, weil mir ging es. Also, die Depression war verzehnfacht, verhundertfacht, kann man sogar sagen. Das Schlimme an Antidepressiva ist, und das ist leider auch eine traurige Bilanz und eine traurige Statistik, was auch niemals die Pharmazie zugeben würde. Natürlich gibt es unter Antidepressiva eine Nebenwirkung, die leider momentan immer noch sehr unterschätzt wird, dass unter sehr vielen Antidepressiva natürlich die Suizidgedanken erstmal gefördert werden. Und ich würde sogar so weit gehen, und auch wenn ich mit dem Video vielleicht ja, mich jetzt nach unten haue, ich würde sogar so weit gehen, dass sehr viele Menschen durch etwaige Antidepressiva, dadurch, dass es dann gefördert wurde, Suizidgedanken, dass dadurch viele leider auch den Schritt dann doch gegangen sind. Und ihr wisst ja, in meiner anderen Real-Life-Story habe ich euch ja erzählt, dass ich auch extreme Suizidgedanken hatte und dass ich leider auch Suizidversuche hinter mir hatte. Ich habe ja auch ein Video gemacht über eine Nahtoderfahrung, die ich auch schon durch Suizidversuche hinter mir hatte. Und ich weiß heute, das war definitiv auch ein Teil Schuld von den Antidepressiven. Und mein Problem war es damals, ich habe mich natürlich auch im Krankenhaus schon darauf eingestellt, okay, ich kriege jetzt die magischen Tabletten. Was ganz viele natürlich machen, und das ist nämlich der ganz große Fehler, es gibt leider keine magischen Tabletten. Also ihr kriegt keine Tabletten und seid von heute auf morgen topfit. Und müsst auch keine Therapien mehr machen. Das gibt's nie. Das war damals auch ein Wunschdenken von mir. Ich habe mir so gedacht, oh ja, kriege ich vielleicht ein paar Antidepressiva und irgendwann geht es mir gut. Das ist falsch. Vor allen Dingen auch, wir müssen ehrlich sein, da würde die Pharmazie einfach auch gar nichts mehr verdienen. Da würde die Pharmazie nichts mehr verdienen, wenn man Tabletten nimmt und auf einmal geht es einem wieder gut und dann muss man keine mehr nehmen. Ist einfach so. Ob die Pharmazie jetzt so ein Gedankengut hat, will ich jetzt gar nicht sagen, aber und ob wir vielleicht die Möglichkeit hätten, solche Supertabletten zu erforschen oder besser gesagt zu produzieren, bleibt dir da selber überlassen. Ich habe dazu auch meine Meinung. Ach, wisst ihr was? Ich sag meine Meinung einfach mal. Ich bin der Meinung, dass definitiv mehr in die Forschung von Psychosen gesteckt werden kann oder von psychischen Erkrankungen, und wir haben definitiv auch die Mittel, Tabletten herzustellen, die mehr helfen als die gerade vielleicht auf dem Markt sind. Gut. Ja, ich habe mich natürlich auf die Antidepressiva komplett verlassen und habe natürlich gemerkt, okay, scheiße, mir geht es erstmal ein bisschen beschissener. Dann habe ich mir natürlich auch die ganzen Nebenwirkungen bei Antidepressiva durchgelesen, und es sind leider, muss man auch dazu sagen, sehr oft bis zu 2 Seiten. Und bei einer Schriftgröße vielleicht von 8, ich weiß nicht, Beipackzettel, ich glaube Schriftgröße 8 müsste es sein. Da überlegt man natürlich erstmal, okay,
was tue ich mir eigentlich den Körper jetzt an? Was hat das für Konsequenzen vielleicht in der Zukunft? Was wird es für Konsequenzen haben, wenn ich die Tabletten absetze? Werden meine Depressionen viel verstärkter wiederkommen? Und das war natürlich auch dann irgendwann meine Gedanken, weil ich gemerkt habe, funktioniert ja doch gar nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Die Depressionen werden jetzt nie wirklich besser. Die werden zwar irgendwann vermindert, weil irgendwann ist man von der Phase raus, dass Antidepressiva eher negativ wirken. Das dauert bei manchen Menschen bis zu 3 Monate. Bei mir hat es auch leider bis zu 3 Monate gedauert, bis die wirklich angeschlagen haben. Es gibt Menschen, Erfahrungsberichte, da schreiben Menschen, bei denen hat es wirklich schon nach 2 Wochen schon geholfen. Aber man muss damit rechnen, dass man nicht von heute auf morgen topfit ist. Ist, wie ich schon gesagt, bei den meisten Antidepressiven wirklich umgedreht, dass man eher relativ lange mehr mit den ganzen Nebenwirkungen zu kämpfen hat. Leider gibt es auch Nebenwirkungen, die gehen dann eine Zeit lang nicht weg. Also mit denen hat man dann noch länger zu kämpfen. Oder leider auch, und das ist aber ganz, ganz, ganz selten, Nebenwirkungen, die vielleicht gar nicht mehr weggehen. Ja, dass man vielleicht erhöhte Leberwerte hat, dass der Bluthochdruck vielleicht nicht mal ganz so funktioniert, wie der funktionieren sollte. Man darf sich natürlich auch nie vergessen, Antidepressiva, und das kann ich ja auch immer wieder sagen, aber nicht nur Antidepressiva, solche Tabletten sind keine Gummibärchen. Das darf man nie vergessen. Das sind keine Gummibärchen. Man nimmt da keine Gummibärchen von wegen, oh ja, der Geschmack ist toll, ja, gefällt mir. Nee. Das ist schon chemisches Zeug und das ändert natürlich einiges im Nervensystem oder im Gehirn, in den Rezeptoren. Da muss man sich natürlich immer vor Augen halten, muss man sich auch immer bewusst sein. Und ja, ich habe halt gemerkt, irgendwie mit den Antidepressiven funktioniert alles nicht so, wie ich es gerne hätte. Also die Depressionen sind besser geworden, aber ich hab mir natürlich viel mehr erhofft. Und da bin ich definitiv auch nicht der Einzige. Ich glaube, das geht 80%. Ich würde wirklich sagen, 80% der Leute da draußen. Man erhofft sich von solchen Tabletten viel mehr, was die eigentlich tun. Und da kommt der springende Punkt. Da ich hier und da auch mal lese, weil ich schreibe ja öfters mit Leuten, die gerade in so einer Phase sind, die sitzen dann zu Hause und nehmen jeden Tag Tabletten ein. Aber das war's, sie sitzen jeden Tag zu Hause, nehmen Tabletten ein, nehmen nicht teil an Leben, nehmen nicht teil an soziale Struktur, sondern die trinken vielleicht sogar Alkohol dazu, was auch sehr gefährlich ist. Gehen nie raus, nehmen wirklich nicht am Leben teil oder gehen noch nicht mal mehr arbeiten. Also sprich, die soziale Struktur ist komplett und das soziale Leben komplett zerstört. Und da kommt der springende Punkt, den ich euch mit diesem Video gerne mitteilen möchte. Es gibt da draußen definitiv nicht die Supertablette. Wird es auch die nächsten Jahre nicht geben. Das wird es vielleicht auch nie geben, weil, wie schon gesagt, sonst würde die Pharmazie vielleicht irgendwann gar nichts mehr verdienen. Und ich gehe jetzt mal so weit und behaupte das jetzt einfach mal. Ihr müsst euch mehrere Punkte im Klaren sein. Punkt 1 ist, ihr nehmt definitiv keine Gummibärchen und ihr müsst mit Nebenwirkungen rechnen. Ihr müsst damit rechnen, dass wenn ihr so ein Zeug nehmt, zum Beispiel auch bei Leuten, die ADHS haben, was heutzutage leider zu oft zu schnell diagnostiziert wird, sprich Kinder, die einfach mal ein bisschen aktiver im Unterricht sind, die eigentlich gar nicht so doof sind, total schlau, total intelligente Menschen, die einfach im Unterricht ein bisschen munterer sind. Da hört man gerne mal von Eltern, ja, ich gebe jetzt mein Kind Ritalin, wo ich dann zu Hause sitze. Ich kenne eine, die macht das. Wo ich zu Hause sitze und mir so denke, okay, das Kind kriegt jetzt Ritalin, ist komplett benommen, ist komplett Matsche in der Birne, komplett
Matsche in der Birne, wirklich komplett Matsche in der Birne. Ich kenne das Kind. Und man sieht es auch an den Schulnoten. Das ist so ein Zweierkind, sehr viele Zweien, auch Dreien, aber auch Einsen. Und das Leistungsbild verschlechtert sich komplett. Da muss man natürlich auch überlegen. Bevor man irgendwie zum Arzt rennt, und man sollte definitiv zum Arzt gehen, aber bevor man sich mit Tabletten vollpumpt, sollte man definitiv mit dem Arzt ordentlich und ausführlich reden. Weil nicht immer dahinter eine Erkrankung steckt. Es kann zum Beispiel auch sein, dass ihr gerade momentan, es ist was passiert, das habt ihr vielleicht gar nicht so wirklich mitbekommen. Zum Beispiel eine Verwandte ist verstorben, die ihr vielleicht gar nicht so gut kanntet, aber es hat euch doch ein bisschen mitgenommen im Alltag. Ihr merkt so, okay, mir geht es nicht so gut, aber ihr kriegt das gar nicht so mit. Also sprich, ihr denkt so, ja, es liegt nicht dran, dass meine Verwandte verstorben ist, sondern ihr denkt, okay, scheiße, ich habe jetzt Depression. Und die Ärzte natürlich schreiben dann sofort, sehr viele Ärzte leider schreiben natürlich gerne mal sofort Depression hin, was ich sage jetzt mal zu 50% meistens gar nicht der Fall ist, weil das vielleicht einfach nur bei euch eine Phase ist, dass ihr den Tod vielleicht doch ein bisschen mitbekommen habt und dass ihr doch ein bisschen trauriger seid. Aber wenn man so eine Phase früh genug merkt und früh genug dagegen angeht, da reichen auch Arztgespräche. Da muss man nicht sofort sich mit 5000 Tabletten zu pumpen. Da kann man auch zum Psychologen gehen und zur Not auch in der Woche 2-3 Mal, wenn man mit dem Psychologen darüber reden kann, ob man 2-3 Mal, das hilft. Das hilft wirklich. Reden ist das Wichtigste. Da muss man sich nie mit Tabletten vollpumpen. Definitiv nicht. Und ja, mir haben die Tabletten ein bisschen geholfen. Aber, und dazu möchte ich jetzt zu meinem Erfahrungsbericht kommen und zu sehr vielen Erfahrungsberichten auch von Krankenhäusern oder wenn ihr mal im Internet so ein bisschen lest, die helfen vielleicht zu 20%. Man muss immer selber was tun. Es bringt nichts, wenn ihr eine psychische Erkrankung habt, und da gehe ich jetzt wieder mal auf die Depression ein, und ihr euch zu Hause einkerkert, ihr nicht rausgeht, ihr keinen Kontakt mit Menschen habt, ihr vielleicht die Arbeit abgebrochen habt, ihr vielleicht nur noch einmal im Jahr gefühlt einkaufen geht und ihr nehmt nur die Tabletten. Da kommt nichts. Und wie schon gesagt, eine super Tablette gibt es noch nicht. Dann sitzt ihr natürlich zu Hause dauernd, die Depression oder die andere psychische Erkrankung wird schlimmer. Also was ich euch mitgeben möchte da draußen, und weil mich auch viele gefragt haben, nein, die Tabletten alleine helfen natürlich nicht. Die helfen begleitend, aus so einer Phase rauszukommen. Wie schon gesagt, es macht vielleicht 20-30% aus. Ihr selber da draußen müsst selber was dafür unternehmen. Sprich, wenn ihr seht, wenn ihr merkt, okay, mir geht's nicht gut, und selbst nach einem halben Jahr und ihr wartet bei mehreren Arztgesprächen und selbst der Arzt sagt euch, okay, pass auf, es sind leider Depressionen. Sitzt dann bitte nicht zu Hause und nehmt die Tabletten ein wie Gummibärchen. Das bringt euch nichts. Ihr werdet da so schnell nicht mehr rauskommen. Ihr müsst euch selber aktivieren. Ihr müsst selber gucken, dass ihr Therapien macht, was ganz wichtig ist. Ihr müsst selber soziale Kontakte aufrechterhalten. Ihr müsst gucken, dass ihr ein bisschen ablenkt. Klingt komisch, aber ist so, dass ihr Ablenkung auf der Arbeit findet. Das hilft auch enorm. Weil ihr habt dann eine Tagesstruktur, ihr steht früh auf, fahrt auf Arbeit, seid in Situationen vielleicht, die euch ein bisschen in der Depression unangenehm werden, aber diese Situation erlebt ihr tagtäglich und irgendwann geht es euch auch so besser. Ich hatte zum Beispiel damals, 2015, habe ich irgendwann Panikattacken, extreme Panikattacken gehabt. Ich konnte noch nicht mal mit der Bahn fahren. Und ich bin dann irgendwann die ganze Zeit mit der Bahn gefahren, die ganze Zeit, und habe am Anfang geschwitzt. Mir ging es am Anfang total beschissen. Aber wenn man sich selber in solche Situationen bringt, natürlich mit einem Arzt sowas vorher bitte absprechen. Wenn ihr euch selber aber die ganze Zeit in solchen Situationen bringt, hilft das meistens. Wie schon gesagt,
ihr dürft nicht erwarten, und das ist auch so, ihr dürft nicht erwarten, dass da draußen eine super Tablette auf euch wartet und ihr die einnehmt und euch geht super. Ihr müsst 80% Eigenleistung einbringen. Ihr müsst gucken, dass ihr Therapien macht. Ihr müsst gucken, dass ihr eure soziale Struktur aufrechterhaltet. Dass ihr einen geregelten Arbeitstag habt. Und dann läuft es. Glaubt mir. So bin ich auch aus der Depression rausgekommen. Ich weiß, vielleicht haben jetzt viele erwartet, okay, scheiße, damit habe ich jetzt vielleicht nie gerechnet. Ich dachte eigentlich, du sagst jetzt, es gibt die Supertablette, die gibt's nicht. Die wird es auch, wie schon gesagt, denke ich mal, definitiv nie geben, weil sonst würde die Pharmazie irgendwann nichts mehr verdienen, wenn jeder eine Tablette schluckt oder zwei Tabletten schluckt und auf einmal geht es einem super gut. Die Tabletten, ich würde bei mir sagen, 20% haben sie geholfen. Es gibt Leute vielleicht, da hilft sogar noch ein bisschen mehr, da geht es dann wirklich bis zu 40-50%. Aber man muss immer Eigenleistung anbringen. Sprich, wenn ihr im Krankenhaus seid, macht alle Therapien mit. Wenn ihr aus dem Krankenhaus rausgeht, guckt, dass ihr nach dem Krankenhaus erstmal noch weiter fortlaufende Therapien habt. Dass ihr auch einen strukturierten Alltag habt. Guckt, dass ihr vielleicht ein bisschen Sport macht. Das hilft auch enorm. Was natürlich gerade momentan wirklich alles ein bisschen schwierig ist, aber man kriegt das irgendwie gebacken. Auch wenn es mal kurz frische Luft holen ist, dass ihr wenigstens aus der Wohnung rausgeht. Guckt, dass ihr mit euren Eltern darüber sprecht. Sprechen hilft nämlich am meisten. Das Sprechen und der Arbeitsalltag macht extrem viel aus. Und ihr werdet sehen, dass dadurch, dass ihr euch selber ermutigt, selber Ziele setzt, solche Krankheiten eigentlich von fast selber verschwinden. Bei mir ist es so, ich habe noch die Depression, das weiß ich, das merke ich auch in vielen Situationen. Ich bin in vielen Situationen emotionaler. Ich wollte, ist natürlich heute immer noch mein Traum, aber es wird natürlich für mich schwierig. Ich wollte irgendwann so im sozialen Bereich arbeiten. Oder als Krankenpfleger. Ich weiß aber definitiv, wenn ich sowas mache, und ich habe euch ja damals auch gesagt, ich wollte auch zur Polizei, aber ich weiß definitiv, wenn ich sowas mache, und das haben mir auch die Ärzte gesagt, ich habe mit den Ärzten öfters gesprochen, weil ich habe überlegt, vielleicht dieses Jahr eine Umschulung Richtung Polizei zu machen, aber es würde mir gar nichts bringen, weil ich werde dann mit Situationen konfrontiert, die mich so emotional binden, ich würde alle Situationen mit nach Hause nehmen. Und ich wäre vielleicht dann ein Polizist, der dann dasteht, da heult dann ein kleiner Bubele mit 8 Jahren, weil die Mutti verunglückt ist, würde mir nichts bringen, weil ich würde dann vielleicht mit den kleinen Bubele mitweinen. Ne? Man muss natürlich sich auch selber neue Ziele setzen, auch wenn es echt extrem schwierig ist, ich weiß, aber man muss mit der Depression oder mit anderen psychischen Erkrankungen muss man gucken und muss gucken, dass man mit ihr umgehen kann. Für mich ist es wie so eine Partnerschaft. Das ist immer, meine Freundin momentan, ne? Ich versuche mit der Depression zu leben. Ich weiß, ich bin in vielerlei Hinsicht ein bisschen emotionaler. Ich reagiere vielleicht anders als andere Menschen. Gibt natürlich auch bei mir Tage, wo ich mal ein bisschen angepisster bin als andere Menschen, wo man es dann auch bei mir hier und da gern mal merkt. Das ist einfach so. Da brauche ich halt einfach mal meine halbe Stunde. Vielleicht nicht nur 5 Minuten, sondern es gibt Tage, da brauche ich mal wirklich so ein bisschen meine halbe Stunde. Wenn mich da jemand fies sagt, könnte ich vielleicht ein bisschen lauter werden, aber mit den Leuten, mit denen ich jetzt gerade zu tun habe, die wissen es, die kennen mich. Ich habe es jedem offenkundig gesagt, was ich für eine Vorgeschichte habe. Die wissen es alle und die wissen auch, mit mir umzugehen. Und das hat mir zum Beispiel auch wieder geholfen. Ne? Die wissen, okay, wir lassen jetzt mal lieber kurz den Philipp in Ruhe. Der ist gerade ein bisschen angepisst, bisschen zu stressig gerade für ihn gewesen. Und dann lassen sie mich auch in Ruhe. Und das hilft mir. Dann bin ich halt mal kurz in meiner Phase. Es gibt, mein Gott, es gibt gesunde Menschen, die haben auch mal ihre 5 Minuten. Lässt man die auch in Ruhe und weiter geht's. Und das möchte ich euch bitte auf dem Weg mitgeben. Erster Punkt. Es gibt keine Tabletten, die euch heilen werden, komplett. Ihr müsst definitiv selber was dafür tun.
Mann, ey. Dammdachs. Dafür tun. Es ist spät, ich weiß. Ich werde es aber schaffen. Und ich habe wieder mega fette Augenringe, weil ich immer nie penne. Wirklich nie penne. Immer so vor Arbeit gefühlt nur 3 Stunden oder so. Und ja, sollte man vielleicht nicht unbedingt machen. Egal. Gucken, dass man eine Tagesstruktur bekommt. Gucken, dass man definitiv neue Ziele setzt, weil die alten vielleicht nicht mehr so ganz funktionieren. Ist aber nicht schlimm. Dann geht man halt, wenn sich eine Tür schließt, öffnen sich 5 Milliarden neue Wege. Ihr könnt ja gerne mal Butterfly-Effekt durchlesen. Ist sehr interessant und gibt's halt. Ist halt wirklich so. Den Butterfly-Effekt gibt's halt. Wenn man in der Situation ja sagt, hätte sich vielleicht eine ganze Zukunft verändert und. Ne? Kennt ihr. Müsst ihr euch mal angucken. Ne? Also. Ich weiß, für viele klang das jetzt ein bisschen hart, weil viele von euch jetzt vielleicht erwartet haben, dass ich euch jetzt erzähle, ja, es gibt super Tabletten, die euch aus euren Krisen raushelfen. Gibt's nie. Ihr müsst 80% Eigenleistung reinbringen. Es ist leider so. Es tut mir leid. Und ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen damit helfen, wenn ihr, was ich jetzt nicht glaube, aber wenn ihr ganz genau wissen wollt, wie so eine Depression abläuft, was da chemisch passiert, aber da bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich kann ein bisschen was weiß ich, weil ich mich selber dann irgendwann in die Thematik eingelesen habe, in Depressionen, aber ich glaube, das wollt ihr nie. Aber wenn ihr noch was gerne über mich wissen wollt, schreibt es einfach über Instagram oder hier einfach unter dem Video. Ja, ich möchte noch wissen, warum bist du so scheiße, zum Beispiel, ne, als zum Beispiel. Würde mich das freuen. Und ich wünsche euch definitiv, dativ, akkusativ noch ein schönes Wochenende. Genießt es mit eurer Familie und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss!